Hallo zusammen, in diesem Video sehen wir die Begleiter auf Französisch. Die sind tu, tut, tous et toutes. Also tu bedeutet, also diese Begleiter bedeuten ganz, also auf Deutsch ganz, alle, jedes. Also es hängt vom Satz ab. Wichtig ist zu bemerken, dass sie kommen immer vor dem Nomen. Und deswegen, die passen sich an, auch an dem Geschlecht und an der Anzahl von den Nomen, also wovor sie diese Begleiter sind. Das sehen wir anhand dieser Beispiele. Wir haben hier eine Tabelle, also bei Singular, Maskulin auf Französisch, also das Maskulinum. Singular, Maskulinum. Man schreibt tu mit T am Ende. Und hier ein Beispiel, tu le livre. Le livre ist das Buch. Auf Französisch ist le, man sagt tout le livre, tout le livre. Im Feminin, wir haben tout, wir fügen ein E hinzu und dann sagt man toute la classe, die ganze Klasse bedeutet das. Bei Plural Masculin, wir haben S statt T, wir haben ein S und man sagt tous les garçons, also wenn es vor einem Namen kommt, dann spricht man das als tu aus und nicht als tous. Tous les garçons, alle Jungs. Im Feminin Plural, das sind toutes les filles, alle Mädchen. Das war's heute mit dieser Lektion. Also es ist kurz und einfach. Also ihr müsst das einfach auswendig lernen und versuchen in Sätzen zu üben. Wichtig zu unterscheiden zwischen tu und tus, weil hier, also es gibt eine Pluralität, also es gibt verschiedene, also es gibt ein Plural, eine Mehrheitsanzahl. Hier gibt es nur ein Buch, also es gibt nur eine Sache, aber man sagt tu, man sagt das Ganze einfach, um diese ganze Sache zu betrachten, nicht dass es vieles gibt. Deswegen hier T und hier S, also das ist einfach ein Hinweis von mir. Und das war's mit dieser Lektion von heute. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in späteren Videos. Ciao, ciao!